Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit dem guten alten Birdie. Ja gut, beiden. Mal wieder ein Single. So, ohne den guten Svarius. Auch mal selbst die hören. In eurem Feier hören. Ich sehe mich aber auch nicht gerade selbst, das ist auch komisch. Ja, wie ihr das wahrscheinlich schon aus vielleicht gesehen habt aus dem Info-Video. Ja, unser Kanal ist zurück. Der Svarius hat schon was vorher hochgeladen. Und ich denke, ich sollte auch mal wieder was anfangen und ich habe Lust dazu und ich hoffe, es kommt so gut als die anderen Sachen teilweise. Wo ich allein war und aber mal schauen, was kommt. Und ich habe mich entschieden für was ziemlich typisch Deutsches, weil es typisch Deutsch, weil man sonst auf der Welt nicht so typisch Hörspiele ist. Und was gäbe es da nicht als zum Beispiel die TKKG? Zumindest ist ein schönes Beispiel für sowas. Na, ohne kurz noch vorher zu starten, fangen wir einfach an. Jetzt erstmal ein neues Mitglied im Jahr. Genau. So. Ist alles groß, bitte. Ach, komm. So. Schon zu schwer sein. An einem schönen warmen Sommertag sitzen unsere TKKG-Freunde Tim, Karl, Willi, genannt Klößchen, und Gabi im Eiscafé Venezia. Alle sind gut gelaunt, denn in 2 Wochen beginnen die großen Ferien. Da kommt Ralf, ein Freund von Tim. Er sieht besorgt aus. Sehr besorgt. Hey Ralf, was ist denn mit dir los? Ihr kennt doch Katja von der Wilhelmsschule. Klar. Ist sie nicht die beste Freundin deiner Schwester? Genau. Katja ist weg. Seit 3 Tagen verschwunden. Was? Ist die Polizei informiert? Ja, aber die haben noch keine Spur. Sandra und ich machen uns schreckliche Sorgen. Dann muss ich wohl TKKG einschalten. Genau. Katja hat mir mal von ihrem Schokokuchen abgegeben. Der war lecker. Nun bleib mal bei der Sache, Klößchen. Der Kuchen war von ihrer Oma und bei der war Katja öfter. Wir könnten mal ein paar Takte mit ihr reden. Vielleicht weiß sie was. Ihre Eltern sollten wir natürlich auch befragen. Die haben doch den Kiosk. Gute Idee. Und dann nehmen wir uns noch Peter, ihren Nachhilfelehrer, vor. Den kenne ich aus der Mathe-AG. Hoffentlich findet ihr was raus. Und schon sind unsere Freunde mittendrin in einem neuen Fall. Auf der Suche nach Katja. Ach, das bringt Feeling auf. Ein Sound hier. Interessant. Auch dass meine Räuschchen nicht so dramatisch sind. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das ein Klick. Wer hätte das gedacht? Das ist ja auch relativ gut. Ja, ich kenne das Spiel aus meiner Kindheit und habe es auch gemacht, aber ich habe es auch nie gut geschafft. Vielleicht, ich hoffe mal, das ist jetzt anders. Und es gibt es im Gegensatz zu damals, es gab es aber auch schon das Internet, das natürlich jetzt. Ja, das sind unsere Leute, Tim, Gabi. Grüßchen und Karl und der Oskar natürlich. Müsste Oskar sein. Es scheint nicht die 100%ig die Stimme zu sein.
bin mir aber nicht sicher. Ach, ich finde die jetzt auch nicht schlecht. Die anscheinend haben alle noch mal was zu sagen. Wo es umgeht. Lass mal anschauen. Hallo, ich bin Tim. Eigentlich Peter Carsten. Früher als Tarzan bekannt. Doch nachdem ich diesen halbfertigen Bodybuilder ein paar Mal im Fernsehen gesehen habe, will ich nicht länger so genannt werden. Ich gehe in die 9B des hiesigen Internats. Nachdem mein Vater vor ein paar Jahren bei einem Unfall ums Leben kam, wohne ich auch im Internat. Meine Mutter, Susanne Carsten, arbeitet hart, um das Schulgeld für mich aufzubringen. Ich liebe Karate und hasse Ungerechtigkeit. Wenn es irgendwo ungerecht zugeht, greifen meine Freunde von TKKG und ich sofort ein. Das ist sogar eine kleine Vorstellung. Das finde ich gut. Dann haben wir auch schon mal das erste Mal Krieger für die erste Folge. Ich würde mal sagen, ja, wo zwischen mir wird da wohl reinpassen, aber auf jeden Fall schön. Kommen wir mal weiter. Kommen wir mal weiter. Ich bin Gabi Glockner und werde die Pfote genannt, weil ich mir immer und von jedem Hund die Pfote geben lasse. Von meinem eigenen Hund Oskar trenne ich mich nur am Vormittag, wenn ich mit Tim, Karl und Klößchen in der 9B des Internats sitze und büffel. Mein Vater ist Kriminalkommissar und unterstützt mich und meine TKKG-Freunde bei unseren Abenteuern. Und wenn wir mal wieder mit einem aufregenden Fall beschäftigt sind, finden wir im Lebensmittelgeschäft meiner Mutter immer eine Stärkung. Ich weiß nicht, ich finde diesen Code total süß, auch wenn das, glaube ich, nicht 100% dasselbe ist. Mein Spitzname ist Klößchen, weil ich so dick bin. Ich esse für mein Leben gerne Schokolade. Meine Eltern haben mir den Namen Willi gegeben, nach meinem Großvater. Bei uns Sauerlichs wird sehr auf Tradition geachtet. Uns gehört die alte Schokoladenfabrik, die mein Vater leitet. Später soll ich sie mal übernehmen. Naja, mal sehen. Meine Eltern leben in einer schönen Villa, im teuersten Viertel unserer Stadt. Mir wurde es dort auf die Dauer zu langweilig. Jetzt wohne ich im Internat und teile mir mit Tim das Zimmer Adlernest. Fängt momentan am besten die Synchro. Ich weiß nicht, wie das so ihre Stimme hat schon so viel Charakter. Ich weiß nicht. Gut, ich fahre sie besuchen. Nein. Mein Name ist Karl Vierstein. Ich werde auch der Computer genannt, weil ich mir ganz gut Dinge merken kann. Ich gehe mit Tim, Klößchen und Gabi in die 9B des Internats. Ich wohne aber zu Hause bei meinen Eltern. Mein Vater ist Professor für Mathe und Physik. Von ihm scheine ich den Spaß am Lösen von wissenschaftlichen und technischen Problemen zu haben. Sportlich ist mir Tim weit voraus. Ich ziehe es vor, mit den Waffen des Geistes zu kämpfen. Okay, ja. Haben wir wohl erstmal unsere Crew. Hat wahrscheinlich nichts zu sagen. Wir kommen mit zurück. Genau. Hier sind unsere Umstände. Also, müssen wir mal nachfragen, bei ihm zu Hause, würde ich jetzt sagen. Oder bei ihr, bei Katja zu Hause. Am besten schicken wir sie vor, Frauen und so, sind ja besser bewegend. Ja, wie hieß sie jetzt mit den Nachnamen? Einfach mal. Hallo? 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 Mal weiter. Okay. Da ist jemand. Ja, was ist? Hallo? Ja. Was ist denn los? Mein Name ist Gabi Glockner und ich suche. Unverschämtheit. Die Post? Nein, tut mir leid. Hier ist Gabi Glockner. Ich suche Katjas Großmutter. Die soll hier im Haus wohnen. Ich kenne hier niemanden. Bin erst letzte Woche eingezogen. Oh. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Trotzdem, vielen Dank. Hier ist Gabi. Ist Iris da? Nein.
Anscheinend keiner momentan da. Dann gehen wir mal. Gucken wir mal hier. Ich weiß gerade gar nicht. Ich hab auch immer so gesagt. Ach hier. Guten Tag, ich bin Gabi Glockner. Ich gehe mit Katja zum Jazzdance. Hallo Gabi. Das ist sie. Kommt es öfter vor, dass Katja einfach so verschwindet? War Katja in letzter Zeit anders als sonst? Achso, ich muss dann hören. Nein, Katja war ganz wie immer. Sie hat sich auf die Ferien gefreut. Sie wollte mit Sandra 4 Wochen nach England fahren. Das war's anscheinend. Schade. Und welche Serie waren hier? Die Hände befinden. Ja, mehr kann ich sagen. Ich will ein bisschen mal hören. Kein hat nie eine Verbindung. Endlich. Hi, ich bin Klöß, Willi Sauerlich und ein Freund von Katja. Hallo Willi, was können wir für dich tun? Oder auch nicht. Haben Sie sich mal in Katjas Zimmer umgesehen? Fehlt dort irgendetwas? Haben Sie sich mal in Katjas Zimmer... Ist Ihnen am Montag irgendetwas Ungewöhnliches an Katja aufgefallen? Haben Sie sich mal in Katjas Zimmer umgesehen? Fehlt dort irgendetwas? Na klar, hab ich gleich nachgesehen. Der Rucksack mit den Schulsachen ist nicht da, den hatte sie ja zur Nachhilfe mitgenommen. Aber sonst fehlt nichts, glaube ich. Immer nur diese eine Frage. Ja. Mal einfach mal weiter fragen. Kennen Sie mich noch? Ich bin Karl. Ich war mit Katja in der Grundschule. Stimmt, du hast dir manchmal beim Rechnen geholfen, ich erinnere mich. Geht Katja gerne zu ihrem Nachhilfelehrer? Was hat Katja am Montag nach der Schule gemacht? Nach der Schule hat sie wie immer zu Hause mit mir gegessen. Dann sind wir so gegen 3 hergekommen. 3. Unfall auf Bank. Denkst du, werden immer frecher. Noch haben wir keine Anhaltspunkte, aber wie wir an sie kriegen, sagt Kommissar Glockner gestern. Okay. Wieder Überfall auf Bank. Gangster werden immer frecher. Noch haben wir keine Anhaltspunkte, aber wir werden sie kriegen, sagt der Kommissar Glockner gestern. Die 3 maskierten Gangster, die am Montagnachmittag die Filiale der KHM-Bank am Markt überfallen haben, sind offenbar Profis, denn sie hinterließen überhaupt keine Spuren. Sie scheinen gut informiert gewesen zu sein, denn just an diesem Montag lagen in der Bank 90.000 D-Mark, viel mehr als normalerweise an Bargeld vorhanden ist. Die Verbrecher drangen gegen 15.25 Uhr in die Filiale ein, bedrohten die Kassiererin Heike D., 36, mit einem Revolver und erzwangen so die Herausgabe des Geldes. Die Beute verstauten sie in einer Tigersporttasche. Wer Hinweise über die Herkunft der Tasche geben kann, wendet sich bitte direkt an Herrn Kommissar Glockner oder an jede Polizeidienststelle. Ach, zu der Zeit ist das ja auch. Das ist am gleichen Tag. Vielleicht. Heike D. Und. War doch mal mit der Sporthandschuhe. Auf jeden Fall, wie dem auch sei. Und das war der erste Part. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Zu unseren Dingen, der TKKG ist.
Und vielleicht kommen wir weiter. Haben wir nächstes Mal den ersten festen, falls wie es weitergeht. Aber ja. Und zum nächsten Mal. Euer Buddy. Ciao.